Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Kurz angespielt von holase.de. Ich bin wie immer Meldrian und zeige euch heute einen kleinen, aber feinen Leckerbissen, der noch nicht ganz so weit fortgeschritten ist, wie ich persönlich das gerne hätte, aber bereits jetzt viel Potenzial zeigt. Und deswegen möchte ich euch das gerne vorstellen. Die Rede ist von Imp City, einem Spiel, das optisch doch sehr stark angelehnt ist, und ich denke, das kann man auch so sagen, an Dungeon Keeper 1 und 2, in Java geschrieben und grundlegend schon ein bisschen was von dem Gameplay, was da kommen könnte, erkennen lässt. Das ist das, was ich euch zeigen möchte. Vielen Dank an der Stelle, First Things First, wie der Angelsachse so schön sagt, an Klos, der uns im Zuge eines Rückblicks, beziehungsweise eines Es war einmals, darin enthalten, auf das Projekt überhaupt erst hingewiesen hat, denn das hatten wir bis zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bei uns im System. Danke, Klos, hat gut funktioniert. Vielen Dank für deinen Kommentar. Gerne zukünftig mehr davon, wenn dir danach ist. Lange Rede kurz, es soll ja auch irgendwann mal losgehen. Was ihr seht und euch vielleicht auch drüber wundert, ist ein Terminal. Ich habe da schon mal etwas vorbereitet, hieß es früher im deutschen Fernsehen. Imp City, ich habe es erwähnt, ist eine Java-Anwendung. Diese Java-Anwendung benötigt, dieser kleine Schritt sei noch erklärt, ein aktuelles Java Runtime Environment, hier in dem Fall OpenJDK 21. Das habe ich mal auf das System gezimmert, hat wunderbar funktioniert, beziehungsweise im Anschluss gab es keine Fehlermeldungen mehr beim Start. Und den Start, den sollt ihr jetzt sehen, denn das Spiel ist, wie erwähnt, noch in einem relativ frühen Stadium. Das heißt, es gibt kein Startmenü oder irgendwas, sondern wenn ich das jetzt starte, geht das direkt los. Deswegen habe ich es noch nicht gestartet. Was ich jetzt tue, mit /start.sh, und da ist es auch schon, einmal kurz in den Vollbildmodus und schon geht das nach einer kurzen Maximierung los. Das hier ist Imp City ein frühes Dungeon Keeper-artiges Spielchen mit einem kleinen Beispiel-Dungeon, der uns direkt nach Spielbeginn schon begrüßt. Diese kleinen Bälle hier, diese drei, die da gerade vor sich hinschlafen, ich denke, man kann das ZZZ erkennen in den Gedankenblasen, das sind unsere Imps, unsere Arbeiter, die werden gleich anfangen zu werkeln. Das hier ist bereits einer unserer ersten Bewohner, eine Turboschnecke oder eine Big Schnecke oder Big Snail oder sowas. Müssen wir gleich nochmal gucken, wie das genau heißt. Auf jeden Fall schon sehr interessant. Und deren Aufgabe ist es, dieses hier, das Farmland, zu bewirtschaften. Die geht quasi. Da kommt die nächste. Die geht quasi hier hin, baut da Sachen an und dann können die Leute sich da den Bauch vollschlagen und schnabulieren, je nachdem, ob der Hunger gerade einkickt oder nicht. Hier wird gepennt, hier wird Nahrung angebaut. Das hier unten ist das, was wir noch alles bauen können. Das gehen wir gleich nochmal kurz durch. Spells, sprich Zaubersprüche, beinhaltet aktuell nur das Erstellen weiterer Imps dieser Kollegen hier. Das können wir aber im Moment nicht, denn wir haben keinen Kupfer. Sollte sich aber zeitnah, dank dieser kleinen Vorkommen hier, doch noch anpassen lassen. Books, Open Quest Location und Open Expeditions Book. Dazu später mehr, aber behaltet es schon mal im Hinterkopf. Dungeon Keeper-mäßig, wie es nun mal ist, würde ich sagen, errichten wir weitere Räume im 3x3 Spektrum. Was jetzt schon auffällt, ist, wir haben, was die Sicht angeht, nicht so viele Möglichkeiten im Moment. Erst dann, wenn diese Kollegen den Boden bereiten, das, was ihr gerade gesehen habt, dann erweitert sich der Sichtradius für uns. Das heißt, die Expansion im Dungeon ist etwas, ich will nicht sagen träge, aber zumindest grundlegend entschleunigt. Sagen wir es mal so. Auch hier wieder kurz warten und dann könnte ich jetzt hier hinten anvisieren. Ne? Konzept ist, glaube ich, soweit klar. Der nächste 3x3 Raum ist fertig. Die Kollegen legen sich wieder auf die faule Haut, wie sich das gehört. Hier haben wir noch Zinn und ein Raw Cobalt Deposit aufgedeckt. Da könnten wir später abbauen, wenn wir das denn möchten. Das soll jetzt noch nicht Thema sein, denn wir möchten nicht bauen. Wir möchten keinen Layer bauen, denn einen Layer haben wir schon. Wir möchten auch kein Farmland bauen, denn das Farmland ist weiterhin hier unten. Nein, wir möchten eine Bücherei aufbauen. Wir möchten Kreaturen anlocken, die für uns Forschung betreiben, in den alten Büchern der Geschichte, woher auch diese immer kommen mögen, Dinge herausfinden und zuletzt uns Informationen geben, die zu Expeditionen führen könnten. Und von diesen Expeditionen, ich hatte es eben schon mal gesagt, hier unter Books, ne, da ist es ein Quest Location und ein Expedition Book. Und diesen Expeditionen kann ich die Kreaturen, die ich hier so angesiedelt habe, hinschicken und die holen mir dann, wenn es gut läuft, teure, gute Artefakte. Stehen mir aber auch in dem Moment, oder meinem Dungeon in dem Moment, einige Tage, hier oben sieht man schon, 2 Tage, 6 Stunden sind wir im Moment alt, nicht zur Verfügung. Aber auch hier dazu gleich mehr. Zuerst brauchen wir weitere Räume, um sowas zu bauen, wie eine Schatzkammer. Und wenn die Forschung hier etwas fortgeschritten ist, letztlich auch ein Labor, eine Forge
und einen Healing Well, einen, ne, Jungbrunnen ist das falsche Wort, eine Gesundheitsquelle. Ach, Deutsch, wunderbar. Ein weiterer klassischer 3x3 Raum, soeben fertiggestellt, könnte jetzt von uns als Schatzkammer betrachtet werden. Was in der jetzigen Version 0.28 noch ein bisschen nervig ist, alles was ich hier im Moment mache, mache ich mit der linken Maustaste. Das heißt, das hier, das Kartenverschieben, mache ich mit der linken Maustaste und eine Auktion auslösen, mache ich mit der linken Maustaste. Und vielleicht ist euch das eben bei meiner wilden Klickerei schon aufgefallen. Manchmal möchte man beispielsweise hier einen, da war es gerade, einen Abbauauftrag auslösen, der aber in dem Moment nicht auslöst, weil das Spiel denkt, hey, du willst bestimmt die Karte verschieben. Ihr seht vielleicht dieses kurze Zucken im Bild. Achtet mal drauf. Also ihr seht, was ich meine. Da hoffe ich, dass da noch sich zukünftig etwas Verbesserung einpflegen lässt. Wisst ihr was? Das ganze Ding ist auf GitHub und ich habe auf GitHub auch einen Namen. Ich gehe da einfach nachher hin und mache dann einen Request auf und sage, ey, mach mal bitte Karten, das hier, mach das mal scrollen, mach das mal auf die rechte Maustaste, weil das beißt sich. Mal gucken, was passiert. Ich meine, ist ja Open Source. Genau für solche Fälle ist Open Source ja ein Quell steter Begeisterung. Und dann schauen wir mal, ob sich der Entwickler ein Herz nimmt. Unsere netten kleinen Schnecken hier derzeit noch am wild am Rotieren und am Saatgut rausschmeißen, so wie es aussieht. Also hier in unseren Farmlands schon diverse Pflanzen angebracht. Die Kreaturen kommen hierher geschniggelt, holen sich ihren Krams, sind danach gesättigt und hauen wieder ab. Oh, wir haben mittlerweile auch Moskitos. Hallo. Da steht noch die Schatzkammer aus. Wunderbar. Und der Raum fort steht uns mittlerweile auch zur Verfügung. Vielleicht sollten wir vorher noch kurz einen etwas größeren Schlafraum für unsere werten Mitkreaturen anlegen. Perfekt. Ein bisschen mehr Platz, auch hier unten zu sehen. 10 von 20 Kreaturen können wir derzeit beherbergen. Das Spiel neigt dazu, hat eine gewisse Affinität zu abstürzen. Hatte ich jetzt schon zweimal. Ist natürlich nicht so schön. Nichtsdestotrotz habe ich mir eben mal die Shortcuts angeguckt. Mit Steuerung S sollte man speichern können. Ich hoffe, damit jetzt keinen Absturz zu triggern. Okay, das sieht erstmal gut aus. Ich hatte es eben schon angesprochen. Als nächstes hätte ich gerne einen Forge. Für diese Forge hätte ich gerne einen weiteren Raum. Und dieser Raum soll bitte an Kupfererzvorkommen direkt anliegen. Damit das Kupfererz von dort direkt in die Forge transportiert werden, oder in der Forge landet, direkt nach Abbau, was noch praktischer ist. Stand jetzt scheint es so zu sein, dass Rohstoffvorkommen unendlich sind. So zumindest mein Erfahrungsstand bisher. Ich habe, was habe ich investiert mittlerweile? Eine halbe, dreiviertel Stunde, also um mir das quasi vor der Aufnahme einmal anzugucken. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass diese Vorkommen verschwinden, sondern viel eher, dass die einfach da sind und permanent abgebaut werden können. So, einmal die Forge. Die Forge wiederum sollte auch in Kürze eine weitere Kreaturenart durch das Tunnelportal locken. So kleine Wirbelwinde, nenne ich sie einfach mal. Ich weiß nicht, wie sie wirklich heißen. Finden wir noch raus. Aber noch bevor die da sind, würde ich sagen, gehen wir hier schon mal in Richtung Abbau. Und da sind sie auch schon. Kleine, süße Dreiecke. Bunt. Wir finden noch raus, wie sie heißen. Hier wird fleißig abgebaut. Und da hätte ich gerne eine Verbindung von der Forge, denn dort wird unsere Währung, Gold, Silber, Kupfer vor allem, erstellt. Da hätte ich gerne eine direkte Verbindung. Ach, was soll der Geiz? Wir machen keine direkte Verbindung. Nein, wir machen eine Schatzkammer direkt neben der Forge, damit die Rohstoffe direkt dort eingelagert werden können. So, jetzt merkt man gerade einen kleinen Konflikt. Unsere Imps sind hier oben beschäftigt, alle drei. Die ignorieren quasi gerade meinen Abbaubefehl. Das heißt, ich nehme ihnen diesen Befehl zum Abbauen des Kupfererzes erstmal weg. Und lasse sie in dem Moment sich kurz sammeln und dann fangen die an, hier wieder meinen Raum auszuhebeln und alles ist gut. Wunderbärchen, 3x3, Schatzkammer herbei. Und ihr wundert euch bestimmt schon seit paar Minuten oder wie auch immer, dass da rechts diese lustigen Symbole kommen. Auf die gehe ich jetzt ein, denn jetzt sollte die Kupferproduktion langsam aber sicher losgehen. Und ab geht er, der Peter. Das nenne ich mal Produktion. Und die Imps, pflichtbewusst wie sie sind, nehmen das fertige Kupfer, transportieren es hier in die Treasury. Und schon wird mir das in Kürze, das funktioniert noch nicht so tausendprozentig, in Kürze wird mir das hier unten gut geschrieben, hoffe ich. Und ich kann dann damit bauen. Da steht's. 5. Wunderbar. Die Routine läuft wahrscheinlich irgendwie alle 10 Sekunden oder 5 Sekunden durch oder so. Was weiß ich. Kenne mich ja nicht aus. Jetzt aber. Diese Dinger hier. Diese Informationen, die so langsam aber sicher aufgepoppt sind. Das umfasst einmal die Forschungsergebnisse aus der Bücherei. Discovery. Deine Forscher haben herausgefunden, wie man Forges baut. Neuer Raum freigeschaltet. Die Forge. Die haben wir sogar schon gebaut. Ist also ein bisschen älter, die Mitteilung.
Weiß ich Bescheid, vielen Dank. Dann haben meine Forscher eine Entdeckung gemacht. Deine Kreaturen haben eine fragmentierte Schatzkarte gefunden. Diese Karte teilt dir den Standort von einer oder zwei Schatzkisten mit und der wertvollen Dinge, die darin sein könnten. Es wird wahrscheinlich ein einige Monate langer Entdeckungsreise, meist in hauptsächlich unbekanntes Territorium, möglich sein, um dahin zu kommen. Wir sagen trotzdem mal akzeptieren, nur um das mal uns anzuschauen. The River Band of Nihup. Expedition Zero, ist das Ganze irgendwie bewacht? Nein. Die Lokation an sich ist sehr gut beschrieben in dem, was bisher herausgefunden wurde. Und da steht nochmal der gleiche Text wie eben. Und jetzt kann ich sagen, eine Partie zusammenstellen, um eben diese Quest anzugehen. Das ist eine Sache, die läuft passiv, das sehe ich nicht. Die Kreaturen verschwinden halt einfach aus dem Dungeon und tauchen irgendwann wieder auf. Assemble Party. Und jetzt kommen wir auch schon zu einer Auffälligkeit dieser sehr frühen Version 0.28 des Spiels. Und zwar kann ich hier die Level 2 Power Snails zwar auswählen. Wird mir gesagt, die sind dann 15 Tage unterwegs. Ich kann auch noch einen Bücherwurm heißen, die nämlich, oder ein Moskito hinzufügen. Konien heißen die Kollegen, die Hunden, die Forge bedienen. Konien. Ich versuche es mir zu merken. Jetzt fällt schon auf, hier unten steht, man kann es kaum erkennen, Page 1 von 2. Und ich komme nicht auf Seite 2, sondern ich wähle den Bookworm aus. Das heißt, da komme ich schon nicht an die nächste Seite meiner Kreaturen aus meinem Dungeon heran. Und, was noch viel schlimmer ist, hier unten ist der Schriftzug Start Expedition. Und ich würde sagen, klar, wenn da der Schriftzug ist, dann klicke ich da drauf und dann läuft die Party. Das ist aktuell nicht der Fall. Ich habe es irgendwie mal geschafft, eine Expedition zu starten. Einmal ist es mir gelungen, ich weiß nicht wie oder warum. In dieser Nightly-Version, die ich hier runtergeladen habe, die ist einige Tage alt, scheint es nicht möglich zu sein, eine Expedition zu starten. Oder das hat irgendwie mit meinem System zu tun. Oder der Button ist vielleicht optisch verschoben, dass man weiter oben, weiter links, weiter rechts klicken muss. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Wie gesagt, einmal hat es funktioniert und danach nie wieder. Das sei mal der sehr frühen Version geschuldet. Machen wir das Fenster mit Escape an der Stelle erstmal zu. Kupfer sollten wir jetzt erstmal genug haben. 18 wird angezeigt. Wir sollten vielleicht mal kurz etwas mehr Arbeitskraft in den Dungeon bringen. Und zwar mit Spells. Und da gibt es hier den Spawn New Imp Spell. Den führen wir mal hier, weil hier so wenig los ist. Füllen wir hier mal aus. Das nicht funktioniert. Definitiv nicht funktioniert. Ich mache das jetzt einfach mal hier auf freiem Gelände. Also nicht in einem Raum, sondern auf freiem Wege. Und da funktioniert es. So, jetzt habe ich einen gespawnt. Kurioserweise habe ich immer noch 18 Kupfer. Irgendwann würde man mir sagen, ich habe nicht mehr genug Kupfer. Das können wir ja gerade mal triggern. So, not enough copper, hier unten immer noch. Ah, jetzt sind es nur noch 17. Also das ist so ein bisschen zeitversetzt. Kümmert euch nicht weiter drum. Wir haben auf jeden Fall jetzt diverse Arbeiter, denen wir auch direkt ein paar Aufgaben geben sollten. Nämlich unter anderem jetzt mal den Vollzeitabbau von Kupfer hier unten. Ich habe das jetzt nicht irgendwo gelesen, aber dieses hier, dieses klein, mittel, groß, ich vermute, das ist die Priorisierung. Abbauaufträge scheinen immer hoch priorisiert zu sein. Also da gibt es nur an oder aus. Aber bei den Rohstoffen kann man eben diese drei verschiedenen Stufen durchklicken und gehe einfach mal davon aus, es geht da um die Prio. Sprich, sollten wir das so halten, dann machen die das zwar immer noch, aber in dem Moment, wenn ich hier Abbauaufträge habe, dann kümmern die sich primär um die Abbauaufträge. Kurze Erweiterung des Farmlands. Nicht, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die wir hier angeschliffen haben, langsam aber sicher verhungern. Wobei der bisherige agrarkulturelle Ausbau jetzt nicht so aussieht, als würde hier schnell jemand hungern. Übrigens sehr farbenfroh und hübsch. Was erkennt man denn da? Erkennt man da überhaupt was? Ich würde sagen, das sind Tomaten. Und das ist Mais vielleicht? Oder soll Mais entsprechen? Auf jeden Fall sehr, sehr niedlich dargestellt. Gefällt mir. Komplette Credits, die der Entwickler von dem Spiel, woran er sich quasi bedient hat, an den ganzen Assets, sieht man auf GitHub, falls ihr da Interesse dran habt. Während hier fleißig der Schlafraum ausgebaut wird, eine weitere Kleinigkeit, die ich persönlich noch nicht ganz verstanden habe. Das ist diese Anzeige hier. Im Moment ist unser Dungeon boring, also langweilig, aber immerhin noch im Plusbereich. Das geht auch sehr viel schlechter und das hatte ich auch schon mit dreistellig Minuswerten. Ich weiß nicht genau, womit das zusammenhängt. Mal, dieser Wert geht hoch, geht runter. Keine Ahnung, was da kalkuliert wird, aus was sich das zusammensetzt. Ich war der Meinung, in der Vergangenheit hier schon sehr schöne Dungeons gebaut zu haben. Nur um dann festzustellen, dass der Wert da unten auf minus 500 steht und für mich war in dem Moment nicht nachvollziehbar, warum der Wert so niedrig ist. Aber auch das vielleicht einfach der frühen Version geschuldet. Wer weiß das schon so genau. Groß beeinflussen scheint es das Gameplay allerdings nicht. Oder noch nicht. Unser Kupferabbau, den werden wir mal kurz aussetzen. Denn der Kupferabtransport findet scheinbar oder nicht in dem Maße statt, wie es notwendig wäre. Die sollen das erstmal alles ins Lager schleppen, damit wir es auch verwenden können. Den Bau des nächsten Raumes, eines Laboratoriums, kommen wir auch so langsam aber sicher an die Grenzen dieser sehr frühen Version des Spiels. Denn weitere Räume, wenn man jetzt mal von dem
Heilbrunnen, nenne ich ihn mal, absieht. Weitere Räume gibt es scheinbar noch nicht. Ich gehe davon aus, dass sie, wenn sie verfügbar wären, wie die anderen Räume auch, zu Anfang des Spiels, wenn sie hier unten ausgegraut, da sie gar nicht vorhanden sind, gehe ich davon aus, dass es sie noch nicht gibt. So, 3x5 ist gesetzt. Zeit für ein Laboratorium, das uns, wie erwähnt, jetzt mit jedem Bau, mit jeder Fläche eine Einheit Kupfer kostet. Sollte auch über kurz oder lang, eher kurz als lang, die nächste Kreatur triggern, die hier rein immigriert. Da ist sie schon. Ein kleiner Ball mit einem Hut. Und dieser kleine Ball mit einem Hut wird sich über kurz oder lang in der Schmiede austoben. Aber ich sehe gerade auch unsere Kollegen von der Forge, die Zirconians, scheinen sich zumindest den Raum mal kurz angeguckt zu haben. Nur um sich dann überlegt zu haben, doch lieber in der Forge zu hantieren. Eben hatte ich schon mal angesprochen, hier unten die Anzeige. Mittlerweile bei minus 77, minus 87, minus 97 hat sie kurz angezeigt. Mir nicht ganz präsent, warum, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass hier Sachen rumliegen. Ich weiß es nicht. Aber es scheint die Kreaturen, wie erwähnt, auch nicht weiter zu beeindrucken. Stand jetzt, vielleicht auch noch ganz wichtig aufzuzeigen oder zu erwähnen, ist die Tatsache, dass die Kollegen, wenn hier zwei Teils nicht besetzt sind, es auch durchaus sein kann, dass sie den hinteren Teil zuerst quasi erobern, genau wie jetzt gerade geschehen, und dann erst den davor. Scheinbar gibt es da noch keine Routine, die das unterbindet, oder vielleicht ist das ja auch gar nicht vorgesehen. Und das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Und was mir auch schon aufgefallen ist, ist, wenn man jetzt quasi einen Abbauauftrag so ansetzt, dass da noch ein Landstück im Weg ist, was man aber ebenfalls abbauen möchte, dann kann es sein, dass die Imps einfach das erste Landstück ignorieren und da strack durchlaufen durch das feste Gestein, um den Block, der dahinter liegt, zu entfernen. Ich gucke gerade mal, ob ich das hier triggern kann. Also ist jetzt nichts, was das Spiel zum Zerbrechen bringt, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Auffälligkeit. Ich klicke jetzt mal hier hin. Da ist es passiert. Jetzt sind sie quasi hier vorne durchgelaufen. Laufen komplett bis nach hier hinten durch, um das hier abzu... Also großartig, ja. Das sind so die Kleinigkeiten, das sind so die frühen Versionen. Das wird irgendwann irgendwie mit Sicherheit gefixt werden. Jetzt im Moment ist es einfach nur lustig. Und ja, ihr habt das mal gesehen. Gerne nachmachen. Exemplarisch bin ich jetzt mal bis hier unten an die Wand. Habe ich mich vorgearbeitet. Wie gesagt, das sollten wohl dann Dinge sein, die sich über die zahllosen Expeditionen, die ich starten könnte, verschieben oder weg flexen lässt oder was auch immer. Da geht also noch einiges und wir hoffen einfach mal auf eine zeitnahe neue Version von ImCity. Das soll es auch eigentlich schon gewesen sein, denn sehr viel mehr kann ich an der Stelle jetzt noch nicht zeigen. Wenn ihr der festen Überzeugung seid, ich habe ein ganz wichtiges Feature überhaupt nicht gezeigt oder eine ganz wichtige Information sträflichst unterlassen zu erzählen, teilt es mir gerne mit, sei es auf holase.de oder aber auch hier unter diesem Video im Kommentarbereich. Fühlt euch eingeladen zu partizipieren, ihr gehört mit zu der Community. Seid Teil des großen Ganzen. Herunterladen kann man das Programm auf GitHub in der jetzigen Version. Alles, was ihr dafür braucht, habe ich aufgezeigt. Ein Java Runtime Environment, in dem Fall OpenJDK. Und das war's auch eigentlich schon. Antesten, Spaß mit haben und, was mich angeht, auf neue Versionen warten. Weil das hier ist noch lange nicht perfekt. Aber es könnte richtig, richtig gut werden und ich bin gespannt, in welche Richtung der Weg geht. In diesem Sinne, macht das gut, haut da rein. Man sieht, schreibt, spricht und spielt sich. Bis mal wieder und ja, tschüss.